wenn es jetzt wirklich um die STEOP geht und darum, die STEOP zu schaffen, was wäre denn da jetzt auf eurer Checkliste, die ihr gerne gehabt hättet beim Studieneinstieg? Also das hören wir immer wieder von Studierenden. Was ist denn da sozusagen alles zu tun in der STEOP? Und da würde mich jetzt interessieren, welche Punkte würden denn auf eurer Checkliste stehen, die ihr jetzt entweder einem Erstsemestrigen, einer Erstsemestrigen gebt oder die ihr gern gehabt hättet beim eigenen Studieneinstieg? Ja, also ich hätte mir halt da überlegt, dass ich, glaube ich, gerne gewusst hätte, dass der Fokus quasi eigentlich nicht immer im Detail liegt, sondern dass es auch oft darum geht, das Big Picture zu verstehen und Dinge eben zu verstehen und nicht auswendig zu lernen. Also ich glaube, das wäre vielleicht etwas, das ich mir auf meiner Checkliste schreiben würde. Und vielleicht auch dieses einen Zeitplan oder Lernplan erstellen und auch Wiederholen einplanen. Also ich habe da selbst ein bisschen diesen Fehler gemacht beim ersten Mal in meiner ersten STEOP, dass ich habe sehr fleißig gelernt, aber ich habe das Wiederholen vergessen. Und ich glaube, wenn man sich das schon einplanen würde, dann würde das gut gehen, weil das erste Semester in der STEOP ist meistens sehr, sehr kurz. Das heißt, es ist schon irgendwie nötig, finde ich, dass man da ein bisschen plant. Und auch dieses eben sich austauschen und diskutieren mit anderen Studierenden ist, finde ich, auch schon irgendwie so ein bisschen die halbe Miete, weil man erstens draufkommt, dass man nicht alleine ist mit irgendwelchen Fragen oder Problemen und auch voll viel lernen kann dadurch, dass man sich halt austauscht und in einer Gruppe irgendwie über irgendein Thema diskutiert. Und ja, also ich weiß jetzt nicht, ob das auf die Checkliste quasi so passt, aber das waren so die drei Punkte, die ich irgendwie wichtig fände. Also ich möchte dem jetzt nicht unbedingt einen Punkt hinzufügen, sondern eher dieses Mitlernen und das Wiederholen unterstreichen. Also das hat man, zumindest ich persönlich habe das sehr stark gemerkt. Eben wie gesagt, dass die STEOP nur 4 Wochen dauert, mehr oder weniger in Mathematik. Das heißt, und in dieser Zeit erfährt man einfach sehr viele Dinge oder bekommt viele Dinge an den Kopf geworfen, mehr oder weniger, die man das erste Mal hört, die völlig abstrakt sind. Und wenn man jetzt quasi nicht versucht, oder beziehungsweise jemand anders, man sollte auf jeden Fall versuchen, dass man in diesen 4 Wochen in der Zeit von der STEOP die Vorlesungen nacharbeitet, mehr oder weniger wirklich aktiv mitlernt, weil einem das dann nachher einfach viel einfacher fällt, weil wenn man dann versucht, den Stoff, der ja dann doch sehr, sehr umfangreich ist, also es geht ja doch einiges weiter, wenn man dann versucht, dass man den in kurzer Zeit lernt, dann fehlt einfach das Verständnis und das Verständnis ist aber halt essentiell. Also würde ich also einfach nur diesen Punkt des Mitlernens auf jeden Fall sehr groß schreiben. Vielleicht noch etwas, was ich gerne vor dem Japanologiestudium spezifisch als besonders gewusst hätte, wäre, dass die Vorbereitung auf die STEOP bei der Japanologie eigentlich schon vor der STEOP beginnt. Im Sinne von sich einfach wirklich genau anschauen, welche Informationen finde ich zu meinem Studium, was erwartet mich dann eigentlich im Laufe des Studiums und sich da ein bisschen einen Plan machen. Also ähnlich wie den Lernplan, den die Fedora angesprochen hat, nur quasi so einen Studienplan, um zu gucken, wie kann ich mich am besten durchs erste Semester navigieren, ohne dann irgendwelche böse Überraschungen zu haben. Ja, also gerade in der Japanologie wird ja eigentlich angegeben, dass man keine Vorkenntnisse braucht. Das sehe ich nicht so. Also es ist zwar möglich, aber es ist wirklich anstrengend, wenn man in der Informationsveranstaltung erfährt, dass man in einer Woche drei Alphabetsysteme lernen muss, damit sie dann in der nächsten Übung verwendet werden können. Und das sind so Dinge, die hätte ich wissen können, wenn ich mich vorher bereits mit Leuten ausgetauscht hätte und wenn ich mich in der Hinsicht einfach besser vorbereitet hätte. Natürlich wäre es noch schöner, wenn es irgendwie offiziell auch von der Uni preisgegeben, also bekannt gegeben wird, dass diese Informationen hilfreich wären. Aber ich glaube, wenn man sich das selber organisiert und gerade eben auch schon vorher Kontakte knüpft und schaut, dass man sich da einen Plan zurechtlegt, dann erleichtert das einem den Start in die STEOP gewaltig, zumindest war es bei mir so.